Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel, und wir sind hier endlich mal wieder bei einem kleinen Infovideo vom Cornel, denn ich habe gerade Gedanken und ich habe gerade Redebedarf und ich weiß nicht, mit wem ich reden soll. Also mache ich ein Infovideo. Ja, grüßt euch. So, zunächst einmal, ihr habt es eventuell gesehen, heute kam kein MKW morgen. Das liegt logischerweise einfach daran, dass ich nichts auf Vorrat habe. Das Problem beim MKW morgen ist, dass ich den ungern auf Vorrat aufnehme, weil ich, ja, MKW ist immer so ein relativ cooles Projekt, wo du einfach mal so gerade eben so die aktuellsten Dinge kurz ansprechen kannst. Worum auch immer es da jetzt geht, das ist jetzt so ein allgemeiner Gedanke. Hier werden heute auch noch mehrere allgemeine Gedanken zutage gefördert. Und ja, auf jeden Fall, für nächstes Wochenende, ich bin nächstes Wochenende eventuell bei meinen Eltern, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber es schaut so aus. Wenn ich bei meinen Eltern sein sollte, werde ich wahrscheinlich den MKW morgen vorproduzieren. Das bedeutet, dass dann auch sicher der MKW morgen da ist. Das bedeutet auch immer, dass ich sowieso vorproduzieren werde. Und wahrscheinlich werden dann wieder 10 Videos an den Samstag und Sonntag, also 5 Videos am Tag am Wochenende kommen, weil, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich auch eventuell ein kleines Let's Play Again am Wochenende starten. Ich habe mir schon alles vorbereitet, ich muss es nur noch aufnehmen und ich habe große Lust darauf, und ich werde es versuchen, in 3 Parts aufzunehmen, so dass es Freitag, Samstag, Sonntag kommt. Und das ist Let's Play Again Disney's Aladdin. Das habe ich einfach wieder ein bisschen Lust drauf, und das habe ich schon mal Let's Played. Das ist aber ziemlich grottig, das Let's Play, wenn man mal ehrlich ist. Und ich habe einfach Lust, es nochmal zu spielen. Es ist halt ein relativ kurzes Spiel. Wahrscheinlich werde ich es nicht in 3 Parts schaffen. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall werden wir halt Let's Play Aladdin machen. Das ist so ein kleiner Zusatz für alle, die Lust drauf haben. Wenn alles glatt läuft, kommt es halt auch an dem Wochenende, wenn ich weg bin. Wenn ich nicht weg bin, weiß ich es noch nicht ganz genau. Aber ich glaube, dann kommt es trotzdem. Ich weiß es halt noch nicht ganz genau. Aber sehr wahrscheinlich bin ich halt bei meinen Eltern. Bei Mama und Papa, das wird schön. So, reden wir mal über das erste Thema, über das ich jetzt reden wollte. Und zwar über die Cornels-Weltsache. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Ich habe vor, dieses Videotagebuch zu starten. So, jetzt habe ich überlegt, ob ich das heute starte. Das Problem an der Sache ist einfach nur, ich bin um 8:15 aufgestanden. Ich hätte direkt duschen müssen, um mich dann vernünftig aufnehmen zu können. Ich wollte halt das Frühstück filmen und dann halt die Mittagessen, Abendessen Sachen. Aber ja, ich weiß nicht so genau. Ich hätte halt aufstehen müssen und mich duschen müssen. Weil ich kann mich ja nicht ungeduscht vor die Kamera setzen. Und das Problem ist auch, dass ich natürlich, wenn es dann Abend wird, ich werde ja aussehen wie der letzte Depp, ne? Ich werde einfach so aussehen, wie man nach einem Tag bei dem Wetter aussieht. Einfach verschwitzt, und ich muss mich so ja dann trotzdem vor die Kamera setzen. Das ist so ein bisschen blöd. Da weiß ich noch nicht ganz genau, ja. Eventuell starte ich gleich noch mit Cornels Welt. Ich weiß das noch nicht ganz genau. Ich bin aber auch immer so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer so ein bisschen lethargisch, was das angeht. Weil dann denke ich mir, ja, jetzt ist egal. Ich weiß auch nicht. Wobei, ich meine, ich kann mein Essen ja auch frei einteilen. Ich kann ja um 12 Uhr frühstücken. Ja. Wir gucken mal. Ich habe halt geplant, dass ich damit jetzt heute anfange. Das Frühstück nochmal mit dem Bäcker verbinde und danach dann Mittagessen, Abendessen, den Drink trinke und dann die nächsten 5 Tage immer nur diesen Drink. Ich bin am Wochenende ja bei meinen Eltern, das würde bedeuten, dass ich da wahrscheinlich trotzdem normal esse, weil ich es einfach ausnutzen will, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich bin da nicht so oft, da gibt es leckeres Essen, das kriege ich nicht so oft, das will ich ausnutzen. Ja, das will ich ausnutzen, und wenn ich jetzt von Montag bis Freitag diesen Drink trinke, dann am Wochenende, Samstag, Sonntag, vernünftiges Mittagessen esse, dann geht es schon. Und dann halt wieder in der Woche weitermachen mit den Drinks. Ich denke, das ist auch ganz gut für den Anfang. Dann habe ich so ein kleines, ne, erstmal nur einen kleinen Zeitraum, habe ein Ziel, was ich mir setzen kann, weiß, ich kriege was Gutes zu essen danach, und dann kann dann danach weitermachen.
Irgendwie so habe ich mir das gedacht. Das bedeutet natürlich auch, wenn ich mit dem Videotagebuch starte, wird es so laufen, dass am Wochenende kein Video kommt. Bedeutet, wenn ich heute ist also Sonntag, wenn ich heute doch noch anfangen sollte mit dem Aufnehmen, dann kommt das erste Video am Montag. Weil ihr immer das, was die Sachen, die am Sonntag passieren, lade ich dann montags hoch. Weil ich ja auch sonntags das Abendessen noch aufnehmen muss, in dem Fall. Und danach kann ich ja erst schneiden und so, bla bla bla, das Video machen. Und dann kann ich es natürlich erst hochladen. Das bedeutet, vor Montag wird es eh nichts. Das bedeutet, es kommt immer am Tag danach, kommt das, was am Tag davor passiert ist. Bedeutet, wenn ich am Donnerstag meine Sachen aufnehme und dann das alles render, kommt am Freitag das Video zu Donnerstag. Und dann wird es wahrscheinlich Samstag und Sonntag nichts geben, weil ich halt bei meinen Eltern bin. Da kann ich dann nicht schneiden und so. Deswegen Samstag, Sonntag nichts, bla, bla, bla. So. Ansonsten, ne, es ist immer so, das heißt, wenn ich heute noch anfangen sollte, wird es morgen Abend kommen. Das werden wir dann sehen. Ansonsten, ja, was steht momentan sonst so an? Ja, ich muss unbedingt anfangen mit der Cornets Welt, ich muss unbedingt anfangen mit dem, ja, ich muss unbedingt jetzt anfangen hier ein bisschen, ich muss wieder Ordnung schaffen, ich muss anfangen ein bisschen abzunehmen, ich muss Ordnung schaffen, ganz wichtig. Und ich muss unbedingt anfangen, auch endlich mal aktiv und ich muss einfach mal anfangen, wie sage ich das jetzt, aktiv zu arbeiten an meinem Kanal. Das Problem ist, dass ich habe gestern Abend wieder nicht gerendert. Das ist meine eigene Schuld. Ich habe gestern Abend nicht gerendert. Ich bin jetzt gerade am Rendern, es ist heute Sonntag, 10.18 Uhr. Ich bin jetzt gerade am Rendern für ein Video, was natürlich dann auch erst in 2-3 Stunden online gehen kann. Das ist immer ein bisschen blöd. Ne? Hätte ich die gestern gerendert, hätte ich sie schon hochgeladen, hätte ich schon um 11 Uhr freigeben können oder so, damit schon mal was da ist. Ich bin da selber schuld und ich bin da auch einfach ein kleiner, ich bin da nicht fleißig genug. Das ist, ärgert mich auch ein bisschen. Ne? Das ist einfach, bah, warum habe ich gestern Abend nicht gerendert? Ich lag rum und habe nichts gemacht. Ich hätte einfach die Sachen nehmen können, ins Renderprogramm rendern. Aber ich habe es nicht getan. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Schlicht und ergreifend weiß ich es nicht. Es wäre im Prinzip keine große Sache gewesen. Aber so wie das halt immer ist, man ist sich zu bequem und das geht einfach nicht mehr. Bah, das kotzt mich selber an. Das ist doch zum, ist zum Heulen. Das ist wirklich zum Heulen. Das ist wirklich grausam, ey. Und boah, ist hier gerade warm. Ja. Wartet mal ganz, ganz kurz. So, ich habe mal kurz mein T-Shirt ausgezogen, weil das T-Shirt soll nicht ganz so sehr stinken, weil ich das gleich noch anziehen will. Und ich will es jetzt nicht voll schwitzen. So, ansonsten, was gibt's sonst so zu erzählen? Was steht sonst so momentan an? Es war gestern der Stream. Ne? Der Stream ist diesmal nicht ganz so lange gelaufen, was aber auch überhaupt kein Problem ist. Ja, ein Stream muss nicht immer 6 Stunden laufen. Der Stream lief 3 Stunden, das war vollkommen okay. Und ich muss auch sagen, es war auch anstrengend. Boah, das war wirklich anstrengend. Das Problem an der Sache war, also für mich zumindest, dass das Spiel ist kein Spiel, was ich im Schlaf beherrsche. Und deswegen musste ich mich schon echt zusammenreißen, da mitzuhalten. Und daraus war es auch wieder so, dass es halt auch einfach das Gefühl für den Stream deswegen so ein bisschen verloren ging, weil ich zumindest echt krass aufs Spiel mich konzentrieren musste und es auch extrem heiß war. Und das hat einfach auch ein bisschen an den Nerven gezerrt und es war sehr anstrengend gestern, der Stream. Und ich war auch ganz froh, als wir uns dann dazu entschieden haben, den Stream sein zu lassen, beziehungsweise aufzuhören, weil es halt einfach auch echt anstrengend war. Es hat trotzdem Spaß gemacht und ich denke, ihr hattet auch, es war jetzt auch nicht für euch ganz schlimm. Was ich überhaupt nicht gut fand, war, was dann so hinterher noch im Chat geschrieben wurde. Ich meine, mal ganz im Ernst, ich weiß auch nicht, was die Leute denken. als ob ein Kommentar oder ein Posting von euch in dem Chat dann dazu führt, dass
die Macher sich doch nochmal umentscheiden oder als ob ihr da irgendwas erzwingen könntet, ja? Das ist ja der genau falsche Weg, mal ganz im Ernst. Wenn ihr möchtet gerne Streams sehen oder ihr habt Spaß an einem Stream oder so und ihr hättet ihn gerne noch weitergesehen, das kann man ja nachvollziehen, aber in dem Moment, wo man etwas schreibt, was so ein bisschen erpresserisch rüberkommt, ja, ist es einfach nur noch, ist das einfach echt nur noch lächerlich. Also, ich will auch gar keinen persönlich ansprechen, ich will da auch niemandem einen Vorwurf machen, aber dann solche Sachen wie: Ich deabonniere dich, wenn du nicht weiter streamst. Ja, gut. Weißt du, das Gute an YouTube ist ja, dass man stetigen Wachstum hat, den man schon irgendwie hat. Ja, die einen mehr, die anderen weniger, aber man hat immer irgendwie einen stetigen Wachstum. Ey, und wenn dann einer deabonnieren will, so what? Daran darf man sich dann auch nicht aufreiben und nicht aufhalten, glaube ich. Das sollte man nicht tun. Nee. Ansonsten war es trotzdem ganz gut. Es war halt einfach nur dann auch so, dass man sich echt, also es war sehr, man konnte nicht so viel drumherum noch labern und so. Ich war sehr konzentriert und es war sehr schwer. Und es war auch einfach extrem heiß, meine. Ich meine jetzt, ne, ich hab. Da draußen sieht's gar nicht heiß aus, aber diese Luft erdrückt mich. Diese Luft, die lastet auf mir, die will mich fressen, die umklammert mich und ich weiß echt nicht, boah. Wie halten das denn Menschen aus, die irgendwo wohnen, wo es immer so ist, ey? Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Ich frage mich auch, wie lange soll das noch anhalten? Ich kann mich auch schon gar nicht mehr an letzten Sommer erinnern. Ey, ein Sommer geht ja über ein paar Monate. Ist es noch 1, 2 Monate so ein Wetter? Oder gibt's nicht auch gutes Wetter, was nicht so eklig heiß ist? Ist ein Sommer nicht auch mal so 28 Grad, leicht bewölkt mit ein bisschen kühlen Wind? Ist das nicht auch Sommer? Ich weiß es nicht, ey. Ich kann mich echt an nichts mehr erinnern. Ich kann mich auch nicht mehr an den Winter erinnern. Das ist immer so, wenn ich mit Leuten zusammensitze und die erzählen dann so: Oh, letztes Jahr, da hatten wir schon Schnee. Und ich denke mir so, echt? Boah, was war denn letzte? Ich kann mich, an Wetter kann ich mich nie erinnern. Das ist echt schlimm. Oder generell, also, deswegen bin ich auch immer wieder aufs Neue überrascht, was da so auf einen niederknallt. Naja. Heute ist Frauenfußball-EM-Finale, Deutschland gegen Norwegen. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle den deutschen Frauen die Daumen drückt. Ob ihr jetzt mögt oder nicht mögt, ob ihr das jetzt Frauenfußball doof findet, weil die können ja gar nichts am Ball. Ja, da spielt Deutschland und auch wenn das medial nicht so groß ist, ja, und auch wenn deswegen nicht morgen euer norwegischer Kollege sagt: Das gewonnen, du Pisser, könnt ihr trotzdem mal die Daumen drücken für die deutschen Frauen, denn die machen ihr Leben lang Sport und das ist auch Leistungssport, auch wenn das manche immer echt niedermachen wollen und so. Und es ist ihnen einfach zu gönnen, der Erfolg, ja. Und ich glaube, das ist das Geilste, was dir passieren kann, so ein Moment, wo du einfach der Sieger bist. Und ich finde es ja schon krass, wenn ich daneben sitze und es sehe und dann freue ich mich für diese Menschen, dass sie es geschafft haben. Ich will gar nicht wissen, wie sich das als Teil dieser Mannschaft anfühlt, wenn du da auf einmal auf dem Platz stehst, ja, dich abrackerst und dann ist das Ding zu Ende und du hast gewonnen. Das muss ein unfassbar tolles Gefühl sein. Und das wünsche ich meinen deutschen Mädels natürlich. Meinen, die gönnen alle mir. Nein, das wünsche ich den deutschen Mädels natürlich. Vor allen Dingen, weil die EM nicht so leicht war. Sehr viele Verletzungsprobleme, sehr viel Gegenwind aus den Medien, weil, ja, ne, so blablabla, immer dieses typische halt, ne, Boulevard und so. Ach ja, da komme ich zu einem guten Thema, populistische Kacke und so. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so auf Populismus stehe, aber die Bild lese. Ich möchte das nur noch mal kurz klarstellen, weil ich den da wurde mir ein, zweimal gesagt, dass das ja nicht geht, das ist ja, das widerspricht sich ja, das kannst du ja nicht. Doch, ich finde nicht, dass sich das widerspricht. Ich lese die Bild im Sportteil und ich lese die Bild auch mal im Unterhaltungsteil und ich lese die Bild nur, wenn mir zum Beispiel Sport lese ich die Bild, weil wenn ich Informationen haben will und sonst, wenn ich Langeweile habe, gehe ich mal auf die Bild und gucke drüber. So. Ich bilde mir mit der Bild keine Meinung. Bild dir deine Meinung. Ich werde mich nicht politisch orientieren, nur weil die Bild irgendwas schreibt oder. Und ich nehme mir auch das Recht heraus, darüber urteilen zu können, dass ich in der Lage bin, so zu handeln und beziehungsweise ne, so das so auszulegen.
Also, ich sehe die Bild an wie ein RTL mitten im Leben. Ja, von mir aus. Lassen wir es so sagen. Das gucken auch ganz viele, das ist lustig, da guckt man hin und denkt sich, ja, das war's aber. So, ne? Fertig. Populismus mag ich in dem Fall nicht, wenn es um Politik geht, wenn es um wichtige Themen geht, weil. Und vor allen Dingen, wenn es dann, also ich will nicht sagen, dass wenn ich mal über solche Dinge rede, dass es nicht populistisch ist. Ich bin aber auch jemand, ihr müsst es einfach auch immer sehen, wer das erzählt. Ich bin jemand, ich habe nur gefährliches Halbwissen. Ich kann nur das erzählen, was mir so durch den Kopf schwirrt. Wenn das mal populistisch ist, oder was ich sage, dann tut mir das leid. Dann habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Da kann man dann, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann sagt, ey, guck mal, was sagst du hier? Das ist vielleicht noch ein bisschen schräg. Fertig. So, man soll ja auch ein bisschen drüber nachdenken. Aber wenn sich dann irgendein Politiker hinstellt, ja, und mit irgendwelchen populistischen Sprüchen kommt, wie, wir müssen die Renten erhöhen, weil Lady Gaga's Song gestern meinen Popo gefickt hat und alle sagen, oh, der hat Lady Gaga, den will ich. Oder so, das geht nicht. Ich habe wieder ein Video auf Facebook gesehen, das hat jemand aus meinem Bekanntenkreis geliked und geschrieben, ja, yeah, der hat's drauf. Und ich habe mir das angeguckt und der Typ hat geredet und der hatte es auch drauf. Es war nur alles total populistisch. Ich meine, das, was der gesagt hat, da war mit Sicherheit irgendwo auch Wahres drin und so, aber so, wie er es dargestellt hat, fand ich es nicht gut. War es einfach auch nicht immer richtig. Nur die Leute haben ihm zugejubelt, weil er halt so angekommen ist mit so, weißt du, so, also, ja, so was die Leute halt verstehen. Ach, das ist immer ein bisschen schwierig, das Thema. Ich finde das halt da einfach nicht gut. Und worum es mir da ja überhaupt ging, ich habe mir dieses Facebook-Video, ich habe ja über Anonymous gesprochen und über dieses Facebook-Video. Wenn ihr das Video sehen wollt, unter dem Video, was, boah, bei welchem Video habe ich denn darüber gesprochen? Auf jeden Fall bei dem Video, wo ich darüber gesprochen habe, hat der Miro LP einen Kommentar geschrieben, mit dem, ich kann euch das ja mal eben sagen, wartet mal ganz kurz, ich suche das mal eben raus. Auf jeden Fall dieses Video, was ich da gesehen habe, Anonymous war auf einer Demo oder so, die haben sich gefilmt, dann haben sie da einen Penner auf der Straße sitzen sehen und haben denen ganz viel Geld gespendet. Ach genau, hier müsste das sein. So. Wenn ihr das mal sehen wollt, gebt einfach bei YouTube oben in die Suchleiste ein, Obdachloser bei Anonymous Demo in Nottingham. Ja? Dann könnt ihr dieses Video sehen. Und ich habe es mir jetzt eine Woche später oder so nochmal angeguckt, auf den Kommentar hin, ich habe mir das mal rauskopiert, habe mir das dann nochmal angeguckt. So, und ich habe wieder die gleiche Meinung. Es tut mir wirklich leid und es haben welche geschrieben, ja, aber ist doch für einen guten Zweck. Und wenn man Leute damit bewegen kann, dass die mal was spenden, ist es doch gut. Bla bla bla. Finde ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde dieses Video sehr, 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 sehr eklig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es immer noch. Ich habe halt dieses Video gesehen, dann habe ich den Part gemacht und halt auch darüber geredet, weil mir das in den Sinn kam. Und dann habe ich halt ja auch die Kommentare gelesen. Und ich habe die Meinung gelesen, dass das ja auch in Ordnung ist, wenn man, und selbst wenn das ein bisschen Propaganda ist, man macht damit ja, wenn man damit Leuten erzählt, spendet mal da was, wenn da einer auf dem Boden sitzt, das ist doch was Gutes. Dann kann man doch damit leben. Und ich habe mir halt gedacht, okay, vielleicht hattest du Unrecht, vielleicht hast du das Video mit den falschen Augen gesehen, aus dem falschen Blickwinkel. Ich habe mir es mir dann nach einer Zeit nochmal angeguckt, um da einfach ein bisschen Abstand reinzukriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es wieder so empfunden. Ich finde das nicht gut, auf mich hat es einfach den Schein, Anonymous pulvert sein Schwänzchen da durch diesen Penner. Es ist nicht für diesen, ich sag jetzt die ganze Zeit Penner, es tut mir leid, Obdachlosen, ja, das soll überhaupt nicht abwertend klingen oder so. Ich habe einfach nur das Gefühl, Anonymous pudert sich durch diesen Obdachlosen und so wirkt das Video auf mich. Und darunter schreiben dann Leute Kommentare wie, wenn es nur mehr solcher Menschen geben würde wie euch. Und dann sehe ich dieses Video und denke mir, die inszenieren sich selber und das ist ein Kontrast, der für mich nicht passt. Wenn man. Das ist einfach für mich etwas, wenn man so, ich weiß, dass man so Leute begeistern kann, das ist ja ganz klar, aber die Frage ist halt,
Das ist relativ propagandamäßig. Und die große Frage ist, ja, damit kannst du relativ viel machen dann, wenn die auf einmal die Leute so, ne? Das ist ein bisschen gefährlich. Ich persönlich finde das so nicht gut. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch schon mal darüber geredet. Ich habe zum Beispiel an Weihnachten einen Penner, ich bin aus dem McDonald's gekommen und dann war da auch so ein Obdachloser, der mich nach Geld angebettelt hat. Dann habe ich dem, ich kann ja nicht mit der McDonald's-Tüte aus McDonald's rauskommen und dann sagen, hier, verpiss dich, das war mir voll unangenehm, habe ich dem 4 € gespendet. Wow, ja, super, ne? Das habe ich auch gemacht ohne ein anonymes Video. So, ihr könnt auch gerne, wenn ihr mal 1 € übrig habt und ihr seht da jemanden, könnt ihr dem auch gerne mal was geben. Das zweite Problem an der Sache ist auch immer, dass man nie genau weiß, wer denn jetzt eigentlich da. Es gibt auch ganz oft die Masche, dass hier die Leute aus ihren Bands die Frauen und Kinder auf die Straße schicken zum Betteln. Und danach sacken die sich da das große Geld ein und kaufen sich eine ordentliche Zigarre und paffen sich da die Bude voll. Gibt es auch so. Ne? Deswegen ist es auch immer schwierig da. Solchen Leuten sollte man natürlich kein Geld geben, das ist Betrug. Darunter leiden aber natürlich auch die Leute, die wirklich auf der Straße leben. Und das ist einfach auch alles ein bisschen doof. Und deswegen, naja, aber wenn ihr das Gefühl habt, der Typ hat es da gerade echt nötig oder so, ihr könnt dem natürlich gerne auch mal was spenden. Ja, und es muss ja nur 1 € sein oder so, ja, das reicht schon. Vor allen Dingen, was auch immer ganz lustig ist, ist, dass jeder, der schnorrt, wird das wissen, ein leerer Becher ist immer ganz schlimm, weil da nie jemand was reintut. Deswegen tun die sich wahrscheinlich vorher immer selber ein bisschen Geld rein, damit es besser läuft. Wenn ihr irgendwo jemanden schnorren seht und ihr seht, ey, warum auch immer der Geld braucht, der schnorrt gerade, weil er wirklich auf der Straße lebt, packt ihn halt 1 € rein. Aber dieses Video von Anonymous fand ich einfach nicht gut, weil da profilieren sie sich selber und es soll, wenn es dann um sowas geht, dann soll es doch auch bitte darum gehen, okay, gib den Leuten was, spendet ihnen und nicht, hey, guck mal, ich spende, macht es so wie ich. Ich bin voll der Gute. Und jetzt lutscht mir alle den Schwanz. Das ist, wisst ihr, das ist der falsche Weg, finde ich persönlich. Naja. Das nur nochmal dazu, das wollte ich einfach nur nochmal kurz loswerden. Ach ja. Dann wollte ich noch irgendwas loswerden. Und zwar, ich habe, das ist eigentlich ein perfektes Videothema, aber es ist mir egal, ich packe es jetzt hier rein. Vielleicht, ja, ne. Motivation und so ist echt eine schräge Sache, oder? Ich habe mal wieder ein bisschen auf YouTube rumgeguckt und hier so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind vom Apple Watch Pictures Team, die machen aber auch selber was. Mirrors FX heißen die. Die heißen jetzt nur noch Mirrors, Adi und Tommy. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Die fangen jetzt wieder an, ein bisschen Videos zu machen und so. Und ich habe das halt zufällig gesehen, hab da mal wieder reingeguckt. Die Typen sind eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen hier Tommy, der wohnt in der Stadt, wo ich in die Schule gegangen bin. Voll cool. Und ist jetzt, ne? Voll cool. Den habe ich auch schon mal gesehen im Zug. Und die haben 100.000 Abonnenten. Huhuhuhu. Ja. Ich habe eine Berühmtheit gesehen. Ich habe ihn, ja. Auf jeden Fall, da habe ich mal wieder reingeguckt und die haben erzählt, dass sie jetzt ihre eigene Firma gegründet haben und so. Und ich dachte mir so, krass, ey, geil. Krass, was einfach durch YouTube auch möglich ist, ne? Und die haben jetzt ihre eigene Firma gegründet, machen halt Videos für, also produzieren auf Anfrage für Leute irgendwelche Sachen und machen halt jetzt auch wieder ihre Kanäle so ein bisschen. Die Videos, die die gemacht haben, sind echt auf ihrem Hauptkanal, sind echt wahnsinnig gut. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Da müsstet ihr echt mal reingucken. Hier, drei Engel für Tommy heißt es eine, glaube ich, oder so. Boah, das sind wirklich richtig gut gemachte Videos. Das ist nicht so Apple War Pictures. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich gucke Apple War Pictures auch manchmal. Ich finde die auch manchmal ganz lustig. Das ist aber nicht so Apple War Pictures Niveau, sondern so richtig krasses Bam. Boah, das ist wirklich richtig krasse Sachen. Also so einfach auch wie es aussieht. Da könntet ihr auch mal ruhig mal vorbeigucken. Mirrors FX. Irgendwie so findet ihr bestimmt. Die haben halt jetzt auch schon wieder ein Jahr lang nichts auf ihrem Hauptkanal hochgeladen, aber die Videos, die sie da haben, die 5, 6, 7, boah, die sind echt der Wahnsinn. Und da soll halt jetzt auch bald wieder was Neues kommen, da bin ich mal sehr gespannt, was da so, ja, rauskommt. Und ja,
Auf jeden Fall habe ich da halt reingeguckt und die haben ihre eigene Firma gegründet und ich dachte mir so, krass, ey, und die sind aber auch, was ist denn jetzt mit Outer City los? Wow, Outer City. Die haben ihre eigene Firma gegründet. Relativ krass. Und ich dachte mir einfach so, krass, was durch YouTube alles möglich ist, ne? Krass, was durch YouTube alles möglich ist. Da gründen die einfach so ihre eigene Firma. Ich meine, wow, was geht ab? Ist der Wahnsinn, wirklich. Und ich habe das dann auch so für mich überlegt. Ich meine, klar, die haben 100.000 Abonnenten, die haben auch diese 100.000 Abonnenten echt verdient mit ihren Videos. Die haben aber jetzt auch schon wieder ein Jahr lang da nichts gemacht. Die haben auf ihrem Zweitkanal ein bisschen Stuff hochgeladen, aber auch nicht so viel. Und die haben auch erzählt, ja, wir waren jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen demotiviert, was die hatten keine Ideen, was Videos angeht. Wir waren einfach ein bisschen kreativlos und so und gut, wenn die jetzt ihre eigene Firma haben und auch noch außerhalb von YouTube Videos machen und damit Geld verdienen, haben die ja sowieso auch jetzt erstmal so ein zweites Standbein. Aber es ist einfach natürlich auch so, und sie gönnen sich dann auch diese Pausen, ja, die, wie gesagt, ein Jahr lang auf dem Hauptkanal nichts hochgeladen, haben halt erzählt, dass sie kreativlos waren und so. Und da habe ich mir nur so überlegt, krass, so als Let's Player hast du es auch echt nicht einfach, weil das ist echt ein tägliches Geschäft. Und das ist halt nicht so wie jetzt Leute, die Videos machen, die Filme machen, die machen dann halt alle einmal im Monat einen Film oder mal alle 3 Monate einen Film. Der Film kommt dann auf 1 Million Klicks, wenn er richtig gut ist oder vielleicht noch mehr. Und ja, und dann, weißt du, und dann kriegen die dadurch auch richtig, richtig Fanbase und so und können natürlich auch nebenher noch machen und dann mit so Vlog-Videos ihre Klicks generieren, was jetzt überhaupt nicht negativ klingen soll, ne? Ganz im Gegenteil. Ich persönlich mag solche Vlog-Videos ja dann auch, wenn die dann einfach, ja, wenn die dann durch die Welt reisen und man das mitkriegt und so. Aber ich habe mir einfach über, also das ist voll krass, weil wenn ich jetzt Let's Play-mäßig Motivationsloch habe oder so, dann ist es meistens so, dass man hoffentlich sich noch so viele Videos auf Vorrat geschafft hat, dass es nur ein Tag wird ohne Videos oder so. Das ist ja, wenn ich jetzt einen Monat nichts hochladen würde, ich weiß, so Zeiten gab es auch schon irgendwie auf meinem Kanal, aber wenn ich jetzt, das ist halt dann ein größerer Schnitt für meinen Kanal, wie wenn jetzt solche Leute, ne, die, wenn da ein Video kommt, sind die Leute trotzdem wieder auf dem Video, weil die das mitkriegen. Das ist schon krass, das ist schon krass. Ich meine, ja, das ist einfach krass. So als Let's Player hast du es einfach, es ist ein tägliches Geschäft und du bist einfach auch immer am Limit. So, du musst halt Videos machen. Und am besten machst du halt Videos auf Vorrat, damit du nicht immer so unter Druck bist. Wenn du mal Motivationsloch hast, so what, Alter? Videos müssten kommen. Müssten. So, ne? Weil sonst sind die ersten wieder da, die sagen, na, was denn hier los? Das ist bei mir jetzt noch nicht so, weil mein Kanal auch nicht so groß genug ist, glaube ich, damit da wirklich sowas ist. Also ich hatte jetzt letztens, das ist auch überhaupt nicht schlimm, ne? Da hat jemand nach dem MKW morgen gefragt. Hat mich ja eigentlich gefreut, hat mich tatsächlich gefreut. Hatte ich halt da nicht auf Lager. Das tat mir dann auch ein bisschen leid, aber ich hatte keinen MKW morgen. Aber ja, das kannst du dir ja da nicht erlauben, so Motivationsloch und so. Nee, da musst du Videos machen und zwar täglich und am besten 3, 4. Was heißt am besten, aber ich persönlich finde das für mich und meinen Kanal halt auch am besten oder am schönsten, wenn da 3, 4 Videos kommen. Weil man dann einfach auch vorwärts kommt und so. Und das ist ja eine ganz andere Masse einfach, ne? Ich will gar nicht sagen, dass es mehr, also arbeitstechnisch will ich das gar nicht vergleichen, weil so ein Video von denen, was die gemacht haben, das sind echt aufwendige Produktionen und das mit Sicherheit sehr, sehr viel Arbeit. Und da saßen die bestimmt 2 Wochen dran und haben Effekte reingekloppt und hier und da und die Sekunde und der Frame und bla und bla und mit Sicherheit, das ist eine richtig Menge Arbeit. Aber diese Stetigkeit und diese Tagesaktualität und dieses jeden Tag, das ist schon krass beim Let's Playen. Und das ist auch so eine Sache, ey, dann brauchst du die Motivation und du kannst dieses, das ist einfach krass, das ist echt schwierig. Wobei man natürlich auch sagen muss, mit Let's Plays hast du dann die Möglichkeit, auch natürlich mit weniger Klicks auf ein Video trotzdem mehr zu verdienen, weil du ja mehr Videos hochlädst, beziehungsweise du lädst ja massig Videos hoch. Jeden Tag 3 Videos sind 90, 100 Videos im Monat. Wenn da jedes Video 1000 Klicks hat, hast du schon 100.000 Klicks. Ja. 90, 100 Videos im Monat, 100 Klicks, 100 Videos,
Nee, gar nicht wahr, da hast du 10.000 Klicks. Hä? Warte mal, wenn ich 100 Videos habe, die alle 1.000 Klicks kriegen, habe ich 100.000 Klicks. Ja, richtig. Und ja, das ist krass. Das ist einfach krass. Ja. Und ja gut, ne? Das ist ja dann. Und du kriegst ja auch auf deine alten Videos Klicks und so und bla bla, das kriegen die aber ja auch, aber das ist einfach, ja, das ist einfach ein bisschen krass. Du, einfach diese, das ist auch einfach eine Diskrepanz so zwischen den verschiedenen Lagern. Du musst als Let's Player einfach jeden Tag on top sein. Und das ist echt nicht einfach. Mir persönlich fällt das immer wieder auf, dass es echt nicht einfach ist. Ich mache das gerne, ich nehme gerne Videos auf, ich spiele gerne. Ich mache das alles gerne, aber es ist manchmal nicht einfach, weil du manchmal nicht weißt, worüber soll ich reden. Manchmal hast du das Gefühl, egal was ich jetzt aufnehme, es ist alles Kacke. Ja, manchmal machst du und du denkst dir einfach, ja, Mann, es gefällt mir nicht und das ist doch Kacke und du würdest dir am liebsten einfach mal sagen, oh, fickt euch alle, ich mache heute nichts mehr oder ich mache das ganze Wochenende nichts, aber das geht nicht, weil du brauchst ja die Videos. Natürlich geht das. Und dann macht man halt irgendwie so ein MKW-Video und dann kommt man halt auch übers Wochenende. Aber so, du bist immer beschäftigt damit und boah, das ist echt schwierig. Die Motivation da nie zu verlieren und da immer on top zu sein, ist echt schwierig. Und deswegen ist es ja auch so unfassbar wichtig, dass man Leute hat, die auch täglich kommentieren, weil das ist, glaube ich, so die einzige Sache, die dagegen wirkt. Klar, man kriegt Klicks, klar, man kriegt Geld. Die einen mehr, die anderen weniger. Klar, das ist alles, ne, das ist alles ganz logisch, aber das, was dir wirklich hilft, sind dann das, wenn du siehst, dass Leute dahinter sitzen. Deswegen, das ist echt krass, ja. Ist mir einfach so aufgefallen, als ich gehört habe, dass sie eine eigene Firma gegründet haben und als sie darüber erzählt haben, ja, wir hatten jetzt 3 Monate keine Lust und waren voll kreativlos. Ich kann das durchaus verstehen, so eine Phase. Nur das Problem ist, ich kann nicht als Let's Player 3 Monate kreativlos sein. Das geht nicht. Du musst dich da irgendwie durch. Du musst irgendwie da durch. Ich habe keine Ahnung wie, aber du musst da durch. Und das ist echt krass und das ist echt anstrengend manchmal. Und es ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach. Wobei ich dann auch wieder sagen, ja, nee, das ist nicht immer einfach. Und man hat ja auch immer so einen eigenen Ansporn. Und wenn man dann unmotiviert ist, dann gefallen einem auch einfach nichts, was du machst. Nichts. Egal was du machst, du findest es scheiße. Und ja, und du musst da trotzdem irgendwie da durch. Und im besten Fall lässt es dir nicht anmerken. Das ist einfach. Es ist echt ein schräger Gedanke und es ist eine komische Sache an. Es ist einfach eine komische Sache. Die dir da einfach auch den Strich durch die Rechnung macht. Puh, ja. Das ist nicht so einfach. Und deswegen, ne, Kornels Welt. Ich meine, ich sitze jetzt hier und ich könnte jetzt damit anfangen. Machen. Also, du musst halt anfangen und du musst dann durchziehen und boah, das ist so schwierig. Das ist einfach schwierig. Ja, was soll ich machen? Ich kann dann halt. Ja, es ist einfach schwierig. Was soll ich machen? Ich bräuchte mal eine Mütze, weißt du, damit ich mir nicht immer die Haare waschen muss, bevor ich aufnehme. Videos, also wenn ich mich aufnehme. Ich bräuchte echt mal eine. Ja, ich kann halt keine Kappe tragen. Das sieht scheiße aus. Ich habe auch keine Kappe. Ich habe nur so eine FC Bayern-Kappe. Aber das ist auch keine richtige Kappe. Das ist so eine Kappe. Das war ein toller Satz. Nee. Weißt du? Boah, nee. Ich kann auch eigentlich keine Mützen tragen, aber ich brauche einfach mal eine Mütze, glaube ich. Das geht gar nicht mehr. Ach ja. Ich muss jetzt duschen. Ich muss jetzt duschen gehen, dann muss ich mir was zum Frühstücken holen und dann muss ich gucken, ob ich das mit dem Call to Welt starte. Aber ich bin gerade unmotiviert. So dumm es klingt, ja, meine Fresse. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Man muss da. Wenn ich anfange, dann geht's wahrscheinlich. Man muss nur anfangen. Es ist nur immer so schwierig. Es ist so schwierig anzufangen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie es hier aussieht. Es ist einfach so schwierig anzufangen. Ich müsste meine Töpfe spülen. Es ist so schwierig anzufangen. Ich müsste Wäsche waschen. Es ist so schwierig anzufangen.
Ich müsste Videos aufnehmen. Es ist einfach so schwierig anzufangen. Man kann sich auch einfach hinsetzen und Videos gucken. Das ist viel einfacher. Oh Mann, ey. Es ist echt schwierig. Es macht auch Spaß, aber es ist ja alles im Leben schwierig, ja? Das soll ja jetzt auch gar nicht heißen, dass es. Es macht ja trotzdem Spaß. Ja, und man hat ja trotzdem Erfolgserlebnisse. Man hat Momente, wo man sich denkt, geil. Man hat Momente, wo man froh ist. Boah, guck mal, die schreiben mir alle Kommentare und die sind schön und toll zu lesen. Man hat Momente, wo man Zustimmung bekommt. Man hat Momente, wo man denkt, danke. Aber es ist halt auch einfach, man muss immer anfangen und das ist immer nicht so einfach. Wenn man anfängt aufzunehmen, hat man meistens auch Spaß daran. Ja, ist ganz selten, dass man dann sagt, oh, nee, es macht jetzt doch keinen Spaß. Ja, nur sich für den Anfang zu motivieren, es ist immer ein bisschen schwierig. Es ist halt auch einfach eine Kopfsache. Du musst halt auch mit dir selber klarkommen. Du musst dir sagen, hey, das wird jetzt gut. Das ist nur immer schwierig, sich das selber zu sagen, weil man denkt ja meistens von sich, das wird scheiße. Und dann sagt man sich, oh Mann, wenn ich jetzt aufnehme, wird das eh scheiße. Die Leute würden es feiern, wenn du jetzt aufnimmst. Die Parts wären gut, die Leute würden es feiern. Man macht sich trotzdem selber immer diesen Kopf. Das ist ja auch ganz klar, ja. Das ist echt eine schwierige Geschichte. Das ist echt eine schwierige Geschichte. Wenn ihr Gedanken dazu habt, könnt ihr die ja gerne mal da lassen. Ich bin dann jetzt ansonsten duschen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in anderen Videos. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Korne.